Ich hatte jetzt gerade so den Eindruck gehabt, beim letzten Durchsingen, das war irgendwie, das ist so wie wenn so der Kanal verstopft ist und da geht es nochmal richtig frei Bahn, ja, da kommt nochmal ein bisschen mehr. Ja, aber ich wünsche mir das echt auch für uns als Gemeinde, dass wir dieses Jahr so ein richtiges Jahr haben, wo wir auch geistlich so durchbrechen, ja, wo so ein bisschen die Verstopfungen weggehen und so richtig freie Bahn ist. Dazu dient auch unsere Vision, die wir dieses Jahr haben. Die meisten von euch haben diese Vision schon gesehen. Wir haben ja meistens mal so eine Jahresvision und die ähnelt doch sehr stark dem, was wir uns letztes Jahr angeschaut haben. Lass das Bild einfach mal auf dich wirken, so eine knappe Minute vielleicht. Und während du das siehst und schaust, mir gefällt das Bild, mir gefällt besonders das Bild im Hintergrund, das drückt so Leidenschaft aus. Ja, da sind Menschen drauf, die sind begeistert, die sind leidenschaftlich, im wahrsten Sinne des Wortes, unterwegs. Ihr seht auch wieder drei Teile, auch wie letztes Jahr. Ihr seht die drei Begriffe, Glauben, Berufung, vor Ort. Auch da waren wir letztes Jahr unterwegs, weil wir einfach gesehen haben, da ist was, da hat was gestartet, auch gerade was Wachstum betrifft, da ist was gewachsen. Aber wir haben das nochmal erweitert mit dem Begriff Leidenschaft. Leidenschaft ist vielleicht für den einen oder anderen, ja, pf, das ist sowas Emotionales oder keine Ahnung. Aber das, ich möchte heute zum Ausdruck mal bringen, auch in der Predigt, was das eigentlich bedeuten kann, Leidenschaft. Und dann habt ihr diese drei Begriffe, die haben sich auch ein bisschen geändert. Die stehen ein bisschen komisch geschrieben, geliebt, gesegnet, gerettet. Jetzt sagst du vielleicht, das ist doch keine Vision. Ich weiß doch, dass ich geliebt bin, ich weiß, dass ich gesegnet bin, ich weiß, dass ich gerettet bin. Okay, Hammer schon, abhaken, ja. Jetzt könnte ich sagen, darum steht ja auch das so komisch geschrieben, weil das gibt es ja auch so drei Imperative nochmal drin, ja, liebt, segnet, rettet. Aber ich glaube, dass diese Worte an sich, dieses geliebt und gesegnet und gerettet, tatsächlich drei Worte sind, die wir zwar wissen im Kopf, aber teilweise noch nicht ins Herz reingekommen sind, was das wirklich bedeutet, ja, dass du das richtig drin hast, was es heißt, dass du geliebt bist, dass du gesegnet bist und dass du gerettet bist. Und das wünsche ich mir, dass wir am Ende des Jahres so richtige Leidenschaft haben und das richtig begreifen. Und das wirkt sich dann wiederum auch nach außen aus. Und ich glaube, das Lied, was wir eben gesungen haben, hat das auch ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Zugegeben, das mit Leidenschaft, Leidenschaft kennen wir ja alle, ja, eigentlich vielleicht hast du eine leidenschaftliche Silvesterparty, keine Ahnung gehabt oder so irgendwas oder leidenschaftliche Tage gehabt beim Feiern und alles Mögliche und das ist, da hört es manchmal dann schon auf, ja, das ist so die Leidenschaft, die so kurzweilig ist, vielleicht könnte man das auch entgegenhalten bei diesem Bild, ja, da macht man mal Urlaub und so und hat mal richtig Leidenschaft und dann hockt man wieder im Büro und muss sich mit seinem Chef rumschlagen und dann ist die Leidenschaft schon wieder dahin. Und hier geht es eigentlich drum, dass es so was Ganzheitliches ist, so im Leben, so voll im Leben. Und heute, wir werden drei Predigten haben über diese drei Teile der Vision. Und heute wird es um den ersten Teil gehen, um dieses Geliebt. Und was mich so begeistert auch, sind diese Piktogramme. Dieses eine Piktogramm auf der linken Seite, wo es um das Geliebt geht, da ist nämlich unser Logo drin, wer es noch nicht gewusst hat. Das ist unser Logo. Und wer das auch noch nicht gewusst hat, da sind nämlich zwei Cs drin. Ja? City Chapel. Und mir fiel ein, eigentlich erst gestern Abend fiel mir das ein, als wir dieses Logo entwickelt haben. Das hat eine Studentin gemacht, die hat Grafikdesign studiert und die kam eines Tages auf uns zu und sagte, hey, ihr habt so ein schreckliches Logo, könnte man da mal was machen? Ja? Ich würde das gerne als meine Abschluss-Bachelor- oder Masterarbeit machen, ja? Und dann hatten wir da im Büro gesessen und sie hat das dann entworfen. Bevor sie das entworfen hatte, da saßen wir da mit einem Grafikbüro zusammen. Also sie musste sich da kurz schließen mit irgendwelchen Profis. Und dann hat er sich das ehemalige Logo angeschaut, hat gesagt, das sieht viel zu technisch aus irgendwie.
Sie sind doch so was Christliches, ja? Und ich denke da immer, da muss doch irgendwie was Emotionales, da muss doch irgendwie Liebe durchkommen, ja? Und das war irgendwie so der Punkt gewesen. Und dann hat diese Studentin sich hingesetzt und hat das Ding dann ausgearbeitet und raus kam dieses Herz. Wir haben eigentlich nie richtig darüber gepredigt, noch nicht, ja? Und ich fand das so stark, dass das eigentlich jetzt nach gefühlten 10 Jahren jetzt Thema wird und auch Jahresvision wird. Ich möchte es mal anhand von einem Bild vergleichen, illustrieren, anhand vom Feuerwerk. Ihr lasst ja all keine Feuerwerke los, sowas. Für sowas gibt ihr ja all kein Geld aus, ja. Aber ich war tatsächlich auf einem Silvester auf einem Event gewesen. Da gab es dann auch so eine Kiste und die sehen ja ganz martialisch aus. Ja, habt ihr die mal gesehen? So eine riesen Kiste, da sind außen die unmöglichsten Bilder drauf, Fontänen und alles Mögliche. Ja, und dann wird das Ding angezündet und dann macht so puff, 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 puff und du denkst, hey, wo habt denn das Ding gekauft? Ja, also das sah doch ganz anders aus eigentlich auf der Verpackung. Ja, und ich dachte so, während das da so puff, puff, puff macht, dachte ich, das ist so ein bisschen wie unsere Leidenschaft. Ja, die geht so ein bisschen hoch und dann verpufft das auch schnell. Und wenn man das mal überträgt, hey, im Gegensatz jetzt mal auf unser geistliches Leben, da geschehen oft so gewaltige, auch negative Dinge in Form von Raketen, die auf uns losdonnern. Und wir stehen da mit unserem Puff, Puff, Puff. Und irgendwie gibt es da nicht so richtig was mit Leidenschaft, ja. Ich habe am 1.1. auf Instagram ein Bild gesehen und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Habe ich das mal mitgebracht? Das ist ein Bild von Silvester 2023. Oben leidenschaftliches Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ob da oben das Bild jetzt auch gerade von 23 ist, aber so ungefähr muss man sich das vorgestellt haben. Großes Feuerwerk, natürlich, das macht ein bisschen mehr wie Puff, Puff. Da ist schon richtig Goldregen dabei. Ja, Event und Leidenschaft. Und unten habt ihr auch ein Feuerwerk. Das ist in der Nähe von Gaza aufgenommen. Da kommen auch Raketen angeflogen und auf der anderen Seite kommt der Iron Dome, um diese Raketen abzufangen. Beide Bilder sind echt. Und wenn du dieses Bild mal anschaust hier unten, dann glaube ich, dieses Bild entspricht oder soll vielleicht unserer Realität entsprechen. Also nicht so sehr das obere Feuerwerk, Eventleidenschaft, sondern das, was wir hier sehen. Und das mal im übertragenen Sinn. Ich glaube wirklich, dass Gott uns von Bild 1 zu Bild 2 führen will, jetzt in diesem neuen Jahr. Das sind, wenn du das mal im übertragenen Sinn siehst, da siehst du diese dämonischen Angriffe, die jetzt auf dich reinballern wollen und dich vernichten wollen. Und du bist dem so hoffnungslos ausgeliefert. Und dann siehst du auf der einen Seite diese Iron Dome Raketen voller Leiden, die drücken für mich auch so ein bisschen Leidenschaft aus, die holen so richtig Anlauf, die steigen also hoch, die holen wie so aus und dann schießt jede einzelne Rakete, geht gegen, also eine Gegenrakete sozusagen, geht gegen diese Raketen und schaltet sie in der Luft aus. Werner, du hast, glaube ich, kannst ein Lied davon singen, ja? Du hast es mitbekommen. Er war nämlich da unten gewesen und es gibt riesen Lärm und Knelle, damit diese Raketen nicht einschlagen. Und ich habe dieses Bild, während ich die Predigt am Vorbereiten war, dachte ich, wow, das ist eigentlich Leidenschaft. Gott will, dass wir so mit ihm leidenschaftlich unterwegs sind, dass diese Raketen, die auf der anderen Seite sind, nicht einschlagen oder die Einschläge nicht so immens sind, dass sie uns kaputt machen. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich erzähle euch eine Geschichte und es war interessant, ich hatte die Predigt schon fast vorbereitet und da dachte ich, nee, das passt nicht. Da hatte ich plötzlich das Bild vor mir von der Hanna. Ihr kennt die Hanna aus 1. Samuel Kapitel 1. Ich habe euch mal eine moderne Version mitgebracht. Und wir schauen uns das mal an. Und für mich drückt das genau das aus, wenn es um Leidenschaft im Glauben geht und auch wenn es um
das Geliebtsein geht. Und wer eine Bibel dabei hat, ich habe den Text jetzt nicht dabei, ist vielleicht auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, Bibeln mitnehmen. Ist ja heute eigentlich ganz einfach, kann man sogar am Handy dabei haben. 1. Samuel 1. Und das gehen wir einfach mal so ein bisschen durch. Ich werde jetzt nicht jeden Vers lesen, dafür ist das Kapitel zu lang. Diese Hannah erlebt eigentlich das, was wir hier im Vorfeld gesehen haben. Sie erlebt massiven Raketenbeschuss. Ja? Und ich zeige euch mal zwei dieser massiven Raketenbeschüsse auf. Das siehst du schon im ersten Vers. Da heißt es, und es war ein Mann aus Ramatim Zophim vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah. Und jetzt hört mal genau hin, was hier steht. Dann wisst ihr schon, was die zwei Raketen oder diese zwei Angriffe sind. Er hat aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninnah. Peninnah aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Was fällt euch auf? Sagt mal, was fällt ihr euch auf an zwei eigentlich unnormalen Dingen? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft mitmachen. Zwei Frauen. So, denk, du bist jetzt die Nummer zwei. Ja, da gibt es noch eine andere. Was noch? Kinderlos. Du sagst, naja, okay, heute sind viele kinderlos. Vielleicht auch bewusst. Damals voll die Katastrophe. Voll die Katastrophe. Zum einen, früher ließ man sich nicht so scheiden, man nahm einfach eine zweite Frau dazu. Big deal. Kinder, keine Kinder zu haben. Früher war das so, in der Zeit warst du keine Frau, wenn du keine Kinder hattest. Keine richtige Frau. Und es war richtig krass, was diese Frau durchmachen musste. Es war eigentlich Identität. Und wenn dir das fehlt, dann hast du nichts, dann bist du auch nichts. Und so erlebte sie das auch. In Vers 6 lesen wir, und ihre Widersacherin, also die Peninnah, die Frau, die halt Kinder hatte, reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und Vers 7 im letzten Teil heißt es weiter, sie kränkte jene so, dass sie weinte und nichts aß. Hey, diese Frau, die wurde mit Raketen beschossen. Und die sind richtig reingegangen. Grausam, Eifersucht, Kränkung, Hass, Bitterkeit bis zum Umfallen. Und da hilft auch kein menschlicher Trost. Und da hilft auch nicht, dass Elkanah, ihr Mann, sie tröstet mit folgenden Worten. Also es heißt einmal im Vers 5, aber Hannah gab er den doppelten Anteil, weil er sie nämlich mehr liebte. Das ist immer so ein Ding, ja. Aber weil sie keine Kinder hatte, hat er halt eine dazugenommen. Weil als Mann bist du ja auch nicht wirklich was, wenn du keinen Sohn hast. Hannah, ich liebe dich schon. Aber weißt du, da fehlt noch was. Also nimmt er sich noch die Peninnah dazu. Dann nützt es auch nichts, dass er ihr jetzt einen doppelten Anteil gibt. Oder im Vers 8 heißt es, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz so betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Schöner Spruch, oder? Ich bin doch so wert. Oh Mann, Elkanah. Das hättest du dir vielleicht noch ein bisschen früher überlegen müssen, oder? Also dir die Peninnah noch genommen. Wenn dir die Hannah so viel wert ist, warum muss denn die Peninnah noch dazukommen? Warum war sie denn nicht wert genug, dass du halt eben keine Kinder hattest? Fragen über Fragen. Hat dir alles nichts geholfen. Nun gingen sie jedes Jahr als Ehepaar, muss ich sagen, als Ehepaare, ja, Patchwork Family nach Shiloh. Das liest du dann auch in den Versen, da stand das Heiligtum, das war sozusagen der Ort des Gottesdienstes. Nur ging man da nicht jede Woche hin, sondern einmal im Jahr. Leider gehen heute ja auch manche Leute nur noch einmal im Jahr in Gottesdienst. Ja, aber die hatten ja keine andere Möglichkeit, aber wir haben sie ja. Halleluja, jedes Jahr City Chapel Livestream. Herzlich willkommen, wir haben noch ein paar Plätze hier. Wo haben wir stehen geblieben? Vers 9. Und jetzt kommt ein Hammersatz. Vers 9. Und eines Tages stand Hannah auf. Bombe. Und eines Tages stand Hannah auf.
eine völlig gedemütigte Frau, enttäuscht vom Leben, enttäuscht vielleicht auch von Gott, der ihre Gebeten nicht erhört hat, enttäuscht von ihrem Ehemann, verachtet von Peninna, dieser zweiten oder der ersten, ja, ohne jegliches Verständnis in der Gesellschaft. Und diese Frau steht auf. Da stand Hannah auf. Vielleicht kannst du da deinen Namen einsetzen, 2024. Das war das Jahr, wo ich aufgestanden bin. Vers 12. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, also sie geht zu Gott, schüttet ihr Herz aus, ist dort in diesem Tempel oder diesem Zelt oder diesem Ort, wo man gebetet hat, beobachte Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Sie ist voller Leidenschaft. Ich weiß nicht wie, vielleicht wie auf dem Bild, sie geht auf die Knie, sie ist im Gebet. Keine Ahnung, was sie macht. Es muss auf jeden Fall so ausgesehen haben, als wäre sie betrunken. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Weißt du was, das ist Hannah an der Stelle so wurscht, Schnutzpiepe egal. Sie stand auf, sie fällt nieder, sie schreit alles raus, was sie hat. Voller Leidenschaft. Leidenschaft im Glauben. Und da bleibt nichts liegen. Sie ging jedes Jahr, wie gesagt, waren sie da, sie betet, sie steht auf, sie schreit alles raus. Und ihr ist es so egal, was Leute denken, ist vielleicht auch ein guter Vorsatz für 2024. Hey, es ist egal, was andere denken über dich. Es ist entscheidend, dass du da bist in deiner Situation und aufstehst und dich zu Gott wendest in deiner Situation. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Vers 16 im zweiten Teil heißt es: Denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Das ist Leidenschaft. Hast du die? Leidenschaft. Interessanterweise ist ja im deutschen Wort das Wort Leiden mit drin. Und tatsächlich kommt manchmal Leidenschaft durch Leiden. Ja, wir leiden so stark, dass wir alles auf eine Karte setzen. Das war ja bei Hannah der Fall gewesen. Sie ist so fertig, so am Ende. Und ich weiß nicht, ob sie diese Leidenschaft aufgebracht hätte, so vor Gott zu liegen und auszuschreien und zu beten, hätte sie diese Not nicht gehabt. Und manchmal braucht es solche Situationen, solche Zeiten. Was passiert? Ich kürze das mal ab. Der Priester Eli ist völlig beeindruckt, als er das hört, und hört dann prophetisch von Gott, dass sie schwanger werden wird. Und das geschieht dann auch. Und jetzt könnte man sagen, ja, wieder Happy End. Ja, vielleicht bist du in der Situation und sagst, ja, ich hätte auch gerne Familie, ich hätte auch gerne Kinder. Und jetzt haben wir wieder so diese schönen Märchengeschichten, und am Ende waren alle happy und glücklich. Aber weißt du, die Situation bei Hannah veränderte sich ja nicht. Sie war nach wie vor mit Peninna zusammen, mit ihrem Mann zusammen. Und das Krasseste ist, sie weiht, bevor das Kind überhaupt geboren wird, weiht sie dieses Kind Gott und sagt: Wenn ich da ein Kind bekomme, Gott, ist es dir. Und tatsächlich passiert das dann. Im Vers 26, und sie sprach, also einige Jahre später, kommt sie zurück und bringt dieses Kind und weiht dieses Kind Gott. Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, sagt sie zum Eli, dem Priester. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum übergebe ich ihn auch jetzt dem Herrn. Alle Tage meines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Ich gehe jetzt da nicht auf irgendwelche Details an, könnte man alles noch erklären, was passiert da alles. Nur der Punkt ist der, ja, von wegen Happy End, ja, die Situation bleibt für sie, aber irgendwas hat sich radikal verändert, dass sie jetzt nicht
ein Kind haben muss, um happy zu sein, um leidenschaftlich unterwegs zu sein, dass sie auch nicht die Penina loshaben muss oder aus der Ehe, aus der Situation raus sein muss, sondern sie ist nach wie vor da drin. Aber es hat sich was verändert und sie schreibt dann sogar ein Worship-Song, ein Anbetungslied, Kapitel 2. Da heißt es am ersten Vers, Kapitel 2, Vers 1, und Hannah betete an und sprach oder sang: Mein Herz freut sich in dem Herrn, meinem Horn. Das Wort Horn steht für innere Stärke. Ja? Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, ein Bild für Leidenschaft. Über meine Feinde, Penina, Umwelt, Ehemann, keine Ahnung, was auch immer, Sorgen. Denn ich freue mich in deinem Heil. Das ist jetzt meine Identität. Nicht die ganzen Dinge, die mir fehlen. Vielleicht dein Jahresziel. Jetzt muss dieses Jahr endlich das und dies und jenes kommen. Nein, das ist mein Ziel erreicht. Ich bin mir bewusst, ich habe meinen Herrn, mein Heil. Ich bin geliebt. Denn ich freue mich in deinem Heil. Und dann Vers 2, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Aus leidenschaftlicher Bitterkeit wird leidenschaftliche Liebe zu Gott. Aus Alten wird Neues. Aus Wüste werden Ströme von lebendigem Wasser. Und beachte, wie gesagt, die Umstände bleiben. Aber sie weiß und sie erlebt, dass sie geliebt ist von Gott. Und am Ende kann sie sogar diese Liebe von Gott erwidern. An Penina, an ihren Mann. Und das ist das Ding, ja, wenn ich jetzt nochmal euch diese Vision zeige, wenn ich euch das jetzt nochmal zeige, das ist der Punkt. Je mehr wir uns bewusst sind, dass wir geliebt sind, Hannah, umso mehr kann sie lieben und dann müssen sich die Umstände gar nicht verändern. Und das ist das Starke. Vielleicht kann es sein, dass Gott dieses Jahr nutzen wird, um das in dir zu wirken. So eine Hannah-Leidenschaft, die mehr ist und größer ist wie alles andere. Schau mal, kurz bevor Hannah die Entscheidung traf, aufzustehen, da stand Hannah auf. Kurz bevor das passiert, hört sie die Worte von Elkanah. Und ich habe eben gesagt, schwacher Trost. Aber für mich war das so, als wären diese Worte Elkanas prophetisch gewesen. Und vielleicht hat Hannah die auch prophetisch aufgenommen. Elkanah hat nämlich an einer Stelle gesagt, da heißt es im Kapitel 1, Vers 5, er hatte Hannah lieb. Und in Vers 8, Hannah, warum weinst du? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und ich glaube, das ist genau das, was Gott über Hannah dachte. Und mein Eindruck ist, das ist das, was Gott dir sagen will. Bin ich dir nicht viel mehr wert wie XYZ? 2024, am Ende von 2024 dazustehen. Ja, meine Dinge haben sich vielleicht nicht so gelöst, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich weiß, ich bin ihm so viel mehr wert. Und das bringt mich auf die Knie. Das lässt mich begeistert sein, voller Leidenschaft sein für meinen Herrn. Das ist das Entscheidende. Diese gebeutelte und gedemütigte Hannah kann plötzlich aufstehen. Sie wird frei, frei vom Zwang ihrer Kultur, ihrer Gesellschaft, frei von den Kränkungen, den Lügen ihrer Widersacherin. Und wenn Lügen dich gefangen halten, dann schau auf Hannah. Oder denk hier an diesen Iron Dome. Schau dir diese Raketen an, ja, die hier auf Israel abgeschossen werden, um Menschen zu zerstören. Und hier kommt dieser gewaltige Gegenangriff. Das ist faszinierend mit diesem Iron Dome, ja. Aber wisst ihr, es ist halt nicht die starke Hannah, die das macht, sondern sie ruft an einer Stelle den Herrn der Heerscharen aus. Und ich musste so denken, das ist genau das. Herr der Heerscharen, das ist multiple, das ist mehrfach. Es ist der Herr der Heerscharen, der Herr, der in so vielen Kanälen
Gegenangriffe macht, um die Raketen des Feindes abzuschießen. Und da dachte ich so an diesen Iron Dome, ja. Da werden gleichzeitig, ganz bewusst, es werden ja gleichzeitig viele, manchmal 50, 100 Raketen abgeschossen, damit wenigstens ein Geschoss irgendwo einschlägt und Menschen umbringt. Aber dieses System ist so faszinierend gemacht, dass es gleichzeitig so und so viele Raketen abschießen kann und trotzdem kommen einige durch. Und für mich ist das so ein Bild für uns, hey, egal wie die Angriffe sind, egal wie viel, egal wie perfide die sind, wenn ich mich an meinen Herrn halte, dann weiß ich, er setzt alles in Bewegung, weil er mich liebt. Und dazu möchte ich euch hier den Psalm 91 mitgeben. Der ist für dich geschrieben. Wer unter dem Iron Dome sitzt, ja, könnte man sagen, nein. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Ich muss keine Angst haben. Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich von, jetzt wird alles aufgezählt, vom Strick des Jägers, von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und Zuflucht wirst du haben, wie die Küken, ja, bei ihrer Henne. Unter deinen Flügeln, unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen in der Nacht oder vor den Pfeilen oder den Raketen, die des Tags fliegen. Das ist der Punkt. Und je mehr wir an ihm dranhängen, je mehr ich mir bewusst bin, er liebt mich. Ja, er liebt auch den anderen und die und jene, aber er liebt mich. Das darfst du sagen, ja? Das kann ich nicht für dich sagen. Du kannst sagen: Ja, danke, du liebst mich. Und da setze ich alles dran. Und da falle ich vor dir nieder und suche deine Gegenwart. Ich glaube auch, dass es tatsächlich einige Hannas hier gibt unter uns. Männer, Frauen, die innerlich verzweifelt sind. Und wie gesagt, leiden. Aber diese Leiden können dich in eine Leidenschaft hineinführen. Das ist das Entscheidende. Ich würde sogar so sagen, du musst es lernen, leidenschaftlich zu glauben. Das reicht nicht, wenn wir so einen Sonntagsgottesdienst-Glauben haben. Losung lesen einmal am Tag. Und sonst für alles andere Leidenschaft haben, uns für den nächsten Urlaub freuen oder das nächste Handy oder sonst irgendwas. Es funktioniert nur, wenn wir volle, hundertprozentige Leidenschaft haben für Jesus. Und wenn er die Dinge zulässt, dass Raketen einschlagen, dann weißt du, irgendwo funktioniert dieser Iron Dome noch nicht. Und deswegen setze ich alles daran, da hinzukommen. Ich habe euch irgendwo auch noch ein Bild mitgebracht. Da, so eine Fotomontage, ja. Schau. Ja. Dass du dir bewusst machst, zu dem Vers komme ich gleich noch, dass du dir einfach bewusst machst, du gehst auf die Knie, du fällst nieder mit all der Not, mit all der Last, zum Herrn der Herrscher, und während diese Raketen versuchen, dich kaputt zu machen, ist er da, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, ist unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich muss kein Prophet sein, um nicht zu sagen, du wirst dieses Jahr vermutlich irgendwelche Tränen vergießen. Wegen irgendwelchen Dingen, die da sind. Vielleicht hast du das auch zwischen den Feiertagen gehabt. Ich hatte zwischen den Jahren, haben wir zwei Todesfälle gehabt. Einen in der Nachbarschaft und die Rosa, die saß jahrelang hier in der zweiten Reihe, also noch im alten Gebäude. Mit ihren beiden Söhnen war sie hier gewesen, mit Alfred und Alex, über viele, viele Jahre. Armenierin, und sie ist ganz plötzlich gestorben. Aber so ein Frieden. So ein Frieden. Übrigens, das war so krass, müsste ich euch eigentlich noch erzählen, dass die hatte eine Vision gehabt. Sie hat geträumt, dass sie das Jahr 2024 nicht mehr erleben wird. Und das hat sie dann erzählt. Mit so einer Zuversicht. Und sie hat gesagt: Aber wisst ihr was? Ich werde bei Jesus sein. Krass, was für ein Zeugnis. Sie hat viel, viel Leid erlebt. Sie ist in Teheran geboren,
viel Leid erlebt. Und durch ihre Leidenschaft, ihren leidenschaftlichen Glauben, kam die ganze Familie zum Glauben. Die drei Schwestern kamen aus den Staaten, die leben in L.A., die saßen in der zweiten Reihe, die sahen, die Rosa, durch ihre Leidenschaft haben wir Jesus gefunden. Die ganze Family. So der Hammer. Und das darf uns anrühren, das darf uns berühren. Und da muss Kälte weg. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit hatten wir einen Prediger vorne. Und er sagte plötzlich während der Predigt, hey Leute, ich muss euch sagen, hier ist so eine kalte Atmosphäre. Hier könnten wir im Gang Schlittschuh fahren. Und das war schon mutig in der damaligen Zeit, da hat man so Sachen nicht gesagt, ja. Aber mich hat das bewegt. Da kam der Chor nach vorne irgendwann, der war immer so strack raus. Da kam er nach, früher gab es nur Chöre, ja. Kennt ihr das noch? Da kam er dann nach vorne hin, an der Kanzel zum Predigen. Das nehme ich euch nicht ab, was ihr da eben gesungen habt. Ihr habt von der Freude gesungen. Und ihr steht da mit so Gesichtern. Ja, das ist krass. So Sachen habe ich mich noch nicht getraut. Aber das ist ja hier auch nicht der Fall, ja. Steht auch nicht in meinen Unterlagen drin. Bleiben wir mal bei den Tränen. John Piper, der ja auch vielen bekannt ist, sagte mal Folgendes. Tausende von Christen wuchsen in Elternhäusern mit wenig gesunden Emotionen auf. Wenn Emotionen, dann war es durch Wut dominiert. Die meisten dieser vielen Menschen sind emotional verkümmert. Sie haben wenig Mitgefühl und weinen selten bis gar nicht. Viele sagen, so bin ich halt. Und glauben nicht, dass Gott etwas tun kann oder tun wird, um ihnen das Geschenk heiliger Tränen zu geben. Ich denke, diese Einstellung ehrt Gott nicht. Diese Einstellung, also diese kalte Haltung, ehrt Gott nicht und ist schädlich für die Seele. Es gab eine Zeit als junger Mann, da konnte ich nicht mehr weinen. Und ich war in Afrika gewesen und dann ist was passiert, Umstände sind passiert, die für mich so schwer gemacht haben. Und ich bin dann ins Gebet gelaufen, das weiß ich noch, und irgendwann kam es wie Wasserbäche. Und seitdem bin ich eher am Wasser gebaut. Ich könnte beim Rosamunde Pilcher könnten mir die Tränen kommen, ja. Gott hat ein unendliches Maß an emotionaler Veränderung für uns bereit. Piper zitiert dann Jeremia 8, Vers 3, O, dass mein Haupt zu Wasser würde und meine Augen zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagene der Tochter meines Volkes beweinen. Jetzt soll ich eigentlich noch ein Beispiel erzählen, das lasse ich jetzt aber weg. Du kannst schon mal kommen hier, wir gehen schon mal in... Das gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe das nicht so gern, wenn das so emotional ist, wenn man dann gebetet wird und nebenher noch das Klavierklimper und so. Das ist kein Geklimper, das ist richtig. Ja. Aber wisst ihr, mich berührt das oft so. Wir dürfen wirklich auch vor Gott stehen und uns da mitnehmen lassen. Es hat auch was mit unseren Emotionen zu tun. Emotionen ist nicht das, was uns dominiert, aber diese Leidenschaft, die uns vors Kreuz bringt, die uns bewusst macht, was wir in Jesus haben. Und ich möchte schließen mit diesem Vers, den ihr eben schon mal ansatzweise gesehen habt. Und ich finde diese Kombination dieses Bildes so wichtig und so stark. Wie gesagt, ihr habt auf der einen Seite diese Angriffe, diese feurigen Pfeile. Und auf der anderen Seite steht diese Person, du, und bist am Boden und schreist zu Gott, dass der Herr der Herrscher eingreift. Und während du das vielleicht überhaupt nicht weißt und fühlst, ist er bereits dran, der Herr der Herrscher, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und dazu lese ich Kolosser 2, Vers 14 vor. Er hat den Schuldschein getilgt, der
mit seinen Forderungen gegen uns war. Gott. Und er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er, Gott, hat die Mächte und Gewalten, hier siehst du sie, ihre Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Das ist ein öffentliches Ding, wenn du siehst, da kommen die Raketen und die Leute gucken hoch und pang, 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 pang. Die werden alle ausgelöscht. Und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Hier geht es nur um etwas, es geht um Menschenleben, aber nur um was Sichtbares. In der unsichtbaren Welt, da knallt es noch viel mächtiger. Und ich bin überzeugt davon, wir werden, wenn wir mal im Himmel sind, und dann wird er uns mal diese Bilder zeigen, wo es überall geknallt hat, wo er sich eingesetzt hat für uns. Wir werden überwältigt sein. Und mein Wunsch ist, dass wir jetzt schon überwältigt sind, jetzt schon überwältigt sind. Voll. Wie sehr er uns liebt. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch von nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Aber es braucht Christus dazu. Es braucht das Kreuz. Es braucht, dass wir zu ihm kommen. Ja, wie diese Frau symbolisch. Es geht nicht ohne. Ich muss mich beugen. Ich muss unter dem Schirm des Höchsten sein. Ich muss wie die Küken unter die Fittiche kommen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Lass uns aufstehen. Und Herr, ich möchte dich echt loben und anbeten darüber. Mich hat es einfach noch mal so überwältigt, diese Geschichte, die wir schon 100-mal gehört haben von der Hanna. Mich hat es so überwältigt, zu sehen, ja, wie du so gesprochen hast, Roland, ich möchte, dass du das so erlebst in 2024. Ich möchte, dass die Gemeinde das erlebt. Ich möchte, dass Menschen aufstehen und sich nicht zufrieden geben mit dem Status quo, mit den ständigen Pfeilen, die auf sie eindonnern, und ihr Leben in Demütigung und Traurigkeit und Verzweiflung führen. Und nur happy sind, wenn irgendwelche Ziele erfüllt werden. Ich möchte ihre innere Stärke sein. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, dass du innerlich aufstehst und zu ihm schaust und dieses Gebet sprichst. Mach mich zu einer Hanna. Und jetzt nenne ihm diese Pfeile, die da auf dich einschlagen, die schon eingeschlagen sind. Diese Bedrohungen, die da sind. Diese unerfüllten Wünsche, die da sind. Die dich vielleicht auch aussehen lassen, als hättest du irgendwie weniger wie die Leute um dich rum. Und wie es hier im Kolosser heißt, du musst dir da kein schlechtes Gewissen einreden lassen, sondern du darfst vor ihm einfach sein. Jesus ist gekommen, um dich zu erneuern, um dir zu vergeben, um dir neues Leben zu geben an alle, die an ihn glauben, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du ewiges Leben hast, dass du deine Schuld bringst, deine Verzweiflung bringst, deine Bitterkeit bringst und all das. Herr, wie froh bin ich, dass die Hanna nicht in ihrem Todeskreislauf geblieben ist, sondern dass sie sich aufgemacht hat ins Heiligtum und hat sich dann niedergeworfen. Ihr waren die Leute links und rechts einfach völlig egal und du bist ihr begegnet. Und so mögest du jedem Einzelnen von uns in 2024 begegnen. Und mein Wunsch ist, dass wir in unserer Beziehung zu dir, Jesus, wachsen, dass wir am Ende des Jahres sagen können, wow, ich habe das nie so begriffen, wie sehr Jesus mich lieb hat. Und das zu einer neuen Leidenschaft im Glauben führt, dass alles andere hinten dran gestellt wird. Und dass ich nur noch für ihn, für Jesus leben möchte.
Ich möchte dich ermutigen, wir werden jetzt in die Zeit der Anbetung noch mal reingehen. Da werden ein paar Bäder stehen. Geh doch einfach zu ihnen hin und bete. Lass für dich beten. Du kannst einfach dein Herz ausschütten. Da können Tränen fließen. Lass für dich beten. Und wenn du irgendwie einen Eindruck hast, möchtest das mitteilen, dann komm doch hier nach vorne. Du kannst auf Lukas zukommen oder auf mich. Und dann kannst du das teilen. Wir machen einfach jetzt mal zwei Minuten oder so einfach die Musik im Hintergrund. Und wenn du was teilen möchtest, was zu diesem Thema passt, wo du vielleicht genau das auch erlebt hast oder dich danach sehnst, dann kannst du das gerne machen. Und sonst komm zum Gebet. Während der Anbetungszeit kannst du da für dich beten lassen.